Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Larabou Teil 2, der Decker auf Amon-Ra. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, also hier, also wir konnten bei der letzten Folge endlich mal mit den Heimlich reden. Und dann sind wir hierher gekommen, haben das gesehen, dass es hier einen entscheidenden Kampf stattgefunden hat. Im Moment wird es dafür sprechen, damit, dass es so aussieht wie, wie wenn es entweder die Yvette eine leidenschaftliche Zeit gehabt hätte, während wir mit Heimlich geredet haben, oder dass sie umgebracht worden ist. Und zwar wahrscheinlich von jemandem mit roten Haaren. Und ich glaube, das müsste entweder Dorian sein oder O'Reilly. Im Moment wird es auf O'Reilly eigentlich sprechen, dass der sie umbringt, weil sie einfach zu viel weiß. Well, hoppla. Wenn es O'Reilly gewesen ist mit allem, und es spricht ziemlich viel dafür, dass er da dahinter steckt, ja, da, ja, okay, hier hat sich nichts geändert. Und sie hatten ja damit konfrontiert. Aber rote Haare könnte auch Steve sein, und der war zuletzt bei ihr und hat sie massiert. Also, es kann alles Mögliche sein. Ja, hat sich nichts geändert. Dann geht es weiter. Die nächsten Räume wollen wieder überprüft werden, ob sich was geändert hat. Dann geht es wohl hier durch. Oh, hier gibt's was Neues. The subject of this sculpture looks curiously familiar. Okay, können wir das mit der Lupe anschauen? The sculpture gives off a strong smell of fresh plaster. Oh. The odd statue feels like it's made of cheap, quick-drying plaster. Wurde, das ist doch Yvette wahrscheinlich. Wurde Yvette eingegipst? Lebendig? Zu einer Statue verarbeitet? The subject. Können wir da nichts machen? The odd statue. There was silence supreme. Können wir da nichts machen? Nee, das geht anscheinend nicht. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir irgendwas? Ja, tatsächlich, das geht. Ja. There is plaster dust all over Yvette's bare, pale skin. So, ich sag ja, sie ist gestorben. Der nächste Tote. Und es würde da reinpassen, dass er zu viel wusste. Aber es hört sich echt übel an. Es war also keine leidenschaftliches Ding, sondern es war tatsächlich ein Kampf gewesen. Aber wie hat er sie da eingegipst? It appears to be a pair of bifocal glasses. Looks aren't... Red hair. Yvette's dress doesn't look as good as it did earlier in the evening. The scarf around Yvette's neck looks suspiciously like the hosiery she was wearing on her legs earlier. Wurde sie damit erstmal erstranguliert? Yvette's face doesn't look as good in death as it did in life. Perhaps because her makeup is covered with plaster dust. Ah, okay. The scarf around Yvette's neck feels silky where it's not covered with plaster. The fabric of the dress feels stiff from the plaster. Don't touch it. Don't touch. Don't touch. Ja, okay. Dann gehen wir mal mit der Lupe ran. There is plaster in all of the openings on Yvette's face. Mouth, nostrils, eyes, ears. She has several scratches on her face, as well as cuts on her lips. The scarf clearly isn't a scarf. It's the silk hosiery Yvette was wearing earlier in the evening. Her neck under the scarf shows red friction burns,
as if she was strangled. This makes you wonder if she died during a passionate moment or had simply developed the habit of wearing silk hose around her neck. Ja, wahrscheinlich eher das Letztere. There are a few scratches on Yvette's skin, as if she was in a struggle before she died. Ja, das nehme ich auch an. Das wird auch dafür sprechen, was in diesem Raum gewesen ist. Nice weave in the hardened fabric of the dress. There are a few... That's not the sort of thing... That's not the sort of... There appears to be a fingerprint on one of the lenses of the bifocals, although you have no way to identify it. Ja, schade. It's a pair of bifocal glasses Die Gläser hat doch eigentlich der Ramses Nashir getragen, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, wer noch sonst Gläser getragen hat. Fingerabdruck haben wir leider wirklich nichts dabei, um was zu machen. That's not the... Definitely red hairs. Probably human. Red hair. Ja, okay. Mehr können wir anscheinend nicht machen, oder? You pick it up and place it in your purse. Doch, das geht. Hätten wir dann auch die Haare auf dem Schreibtisch mitnehmen können? Muss ich vielleicht nochmal schauen? You pick it up and place it in your purse. Okay, wir können das also mitnehmen. The scar. Upon That's not upon close inspection. Don't. Ja, okay, dann sind wir wohl hier fertig. Dann nochmal kurz speichern. Dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Können wir da vielleicht die Haare doch mitnehmen? Inzwischen. Es gibt was Neues. Oh! Countess, why are you tied up on my desk? Your face has certainly changed to an attractive pale color, my dear. Okay. You seem a little under the weather. Are you okay? Oh dear, you don't look well at all. O'Reilly! You want Mr. O'Reilly? Okay, just wait right here and I'll go get him. Nee, die wird gerade sagen, dass O'Reilly sie umgebracht hat. Oder gerade, ja. Ach, du heilige Scheiße. Wir haben bald nur noch Tote. Hello, Miss Bo. Do you know where Mr. O'Reilly is? Well, no, not exactly. I assume he's still in the museum. Well, I'll find him. If you see him first, would you tell him that the Countess is dying on the desk in my office? The Countess is dying? What's wrong with her? Well, she's looking rather pale. Her eyes are glazed, and she's not breathing much. I'd guessed she'd been bitten by a snake. By a snake? Must you keep repeating everything I say? In any case, I've got to go now. Die ist aber auch wirklich eiskalt. Wir gehen so. Ich wollte eigentlich erstmal die Haare schauen, ob die Haare gehen. Wisst ihr was? Wir schauen ganz kurz auf die Haare. Ob das geht. Ich will einfach nur wissen, ob es geht oder nicht geht. Ob ich da was verpasst habe. Weil ich will eigentlich sofort zur Countess gehen. Zur Gräfin. Vielleicht kannst du uns noch irgendwas sagen. Aber ich will erstmal ganz kurz was ausprobieren. Feels like red. Feels like okay, wir können nichts mitnehmen. Okay, das ging nur bei dem, da drüben. Aber bevor jetzt irgendwie was passiert ist, lade ich da tatsächlich lieber nochmal. Und dann gehen wir gleich mal da runter. Und da werden wir wahrscheinlich was mit der Schlange zu tun haben. Ich habe ja gesagt, es kommt irgendwas mal mit der Schlange. Da haben wir sie. Jetzt ist die Frage... Hallo, darf ich was machen? Das hier oder das, Ja, das geht nicht.
Da muss ich vielleicht erst mit dem, nicht mit dem Kölscher rangehen, sondern vielleicht erst mit dem Schlangenöl. So, Schlangenöl. Muss ich da... Haben wir die Schlange jetzt eingestellt oder was? Ah ja, Tatsache. Okay, perfekt. Dann rein mit dir. Uff. Ich hab doch gesagt, wir kriegen es definitiv noch mit der Schlange zu tun. Okay, wir können ja nicht speichern, Mist. Lebst du noch? Silence alone is great. There was so- Oh! The Countess is looking rather pale. She seems surprised that she died here on Olympia's desk. It's the bound and dead body of the Countess Lavinia Waldorf Carlton. It's the bound. The skin on her hand is as pale as her face, showing minor signs of lividity in the palms. The skin on the count. It's the bound. A paper with printed words on it. The first page of a scientific report. Okay. It's the bound. Was ist das hier? A little bunch of grapes. Mhm. Chilled. You remember something about grapes being found alongside the victims of Jack the Ripper. Ja, und wer hat die ganze Zeit Trauben gefressen? O'Reilly. They seem to be ordinary table grapes, nice and ripe. You pick it up and place it in your purse. Her bloodshot eyes are open and staring into infinity. Her lips have a bluish tint. There are no signs of violence on or around her face or head. Oh, was ist das hier? The scent of the smelling salts is overpowering at this close range. Riechsalz? Okay. You pick it up. Sonst noch irgendwas? Her fingernails are clean and unbroken, showing no signs of violence. Her fingernail. There is no sign of blood on the desk, although the surface is a bit scratched. The intercom's case has been cracked in its fall to the floor. A scientific report. A scientific paper with the title. Okay, das war's dann wohl. Eieieiei, wen haben wir denn eigentlich jetzt noch alles? Ich muss mal ganz kurz hier in unser Tagebuch reinschauen. Okay, der ist außen vor. Der ist tot, der ist tot. Das ist unser Mörder, wie ich denke. Der ist nicht hier, der ist nicht hier, der ist nicht hier. Der ist tot. Sie lebt noch. Tot. Er lebt noch. Lebt noch. Lebt noch. Tot. Lebt noch. Tot. Ja, so viele sind es tatsächlich nicht mehr. Ach du heilige Scheiße. Oh, und damit fangen wir schon den nächsten Akt an. Akt 5. Rex beißt den Kriminellen in den Hintern den. In den Hintern muss das Wort eher heißen. Da haben sie so was far vertauscht. So good. Keep it up. Okay, oh, wir können hier nicht speichern. Oh, was ist, was, Moment, wie, was? Looks aren't... Bringt er mich jetzt gleich um hier? Look.
glaube, wir sollten hier abhauen. Aber ich bin ja nicht mehr rechtzeitig weggekommen. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Ja, jetzt dürfen wir das ganze Ding nochmal von vorne machen. Oh, das ist aber fies, dass wir da nicht speichern können. Vor allem nach dieser großen Sequenz hier. Oh, wo ist es denn? Da ist es. Da ist jetzt auch die Frage. Also derjenige, der uns umbringt oder die Leute umgebracht hat, versucht es jetzt auch uns umzubringen. Die Frage ist jetzt nur, wo gehen wir dann dahin? Ich meine, dass er jetzt dort nur von da kommt, haben ja eigentlich nur zwei Sachen, wo wir hingehen können. Da ist aber die Frage, wenn der uns die ganze Zeit verfolgt, wie können wir den abhängen? The count, it's, ja, ja. It's the, kennen wir. Oh, wo ist es? Da ist es. They seem to be. You pick it. Her. Kommt auch you mit. There is. So. Upon there is. Okay, das war's. Ich würde wirklich gerne speichern ab hier. Ich frage mich, da jetzt auch hier kommt, so weit, so gut, ob ich da was verpasst habe. Weil sonst hat sie immer gesagt, irgendwie, du hast alles gemacht oder so irgendwie. Es hat sie angehört, als ob wir da was verpasst hätten. Wüsste aber nicht, was dann. So far, so good. Ah, ich weiß, was wir machen. Wir verstecken uns. Im Rittersaal. Hinter dem Vorhang. Nichts machen? Ich kann nichts machen. Leute? Ich konnte jetzt nichts mehr machen? Okay, das finde ich jetzt ein bisschen albern. Ich wollte mich da hinter den Dinger verstecken, aber ich konnte absolut nichts machen. Hätten wir uns woanders hingehen müssen? Aber es war noch so viel Zeit eigentlich drin, aber dann ist er einfach stehen geblieben und hat gewartet, bis er kommt. Und jetzt dürfen wir das Ganze mit der Schlange nochmal neu machen. Ich glaube, das mache ich aber jetzt halt nicht mehr, dann beende ich die Folge mal. Ich glaube, ich schaue lieber mal nach, ob wir vielleicht was vergessen haben. Und wo ich da hin muss, weil, okay, es gibt nicht so viele Möglichkeiten mehr. Wir können hochgehen. Ach, vielleicht müssen wir zum Tyrannosaurus Rex gehen. Weil es hieß ja auch im Kapitel, in dieser Überschrift, Rex macht irgendwie was, aber ich wüsste nicht im Moment was. Vielleicht müssen wir einfach auf den Schalter drücken, aber dann, der labert doch dann auch nur. Aber vielleicht verscheucht es den? Ich weiß es noch nicht. Probieren wir mal aus. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal das Ganze hier nochmal von vorne machen. Das mit der Schlange, das überlasse ich dann, das mache ich dann einfach mal kurz vor der Folge, vor der Aufnahme, sodass wir dann da anfangen, wo wir verfolgt werden. Ich denke, das ist ganz gut. Dann müssen wir das nicht nochmal machen hier in der Aufnahme. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.